Hallo, hier ist Creep503 und heute zeige ich euch ein Lego-Video von meiner 3S-Seilbahn, wie sie in der Lauf derer sich verändert hat. Früher war sie nur 2S, das sieht man hier. Was bedeutet das? Also 2S heißt zum Beispiel zwei Seile. Hier ist ein Seil, das Tragseil und ein Zugseil. Das ist Tiger. Das Tragseil ist für die Rollen. Das Zugseil ist dafür, dass die Seilbahn sich bewegt. Hier habe ich ein Modul gemacht für eine 3S, also das, was ich jetzt heute verwende. Das werde ich jetzt bauen. Das 2S-Modul verwende ich nicht mehr. Weil das mir jedes Mal runtergefallen ist und dann ist sie kaputt gegangen. Man muss diese Teile zerlegen, da wo die Räder dran sind, und dann hier anstecken. Das zweite Teil auch weg, und dann, also ich habe das zweimal gemacht, sonst ist es so unstabil. Jo, wie man sieht, habe ich die Türen, eigentlich sind das so Zugtüren, habe ich mit Isolierband richtig gut angepasst. Das war eine Stundenarbeit. Hat sich aber ausgezahlt. Und ja. Dann haben wir diese Rollen. Jetzt mache ich eine 3S. Also eine 3-Seile-Seilbahn. Die hat zwei Tragseile und ein Zugseil. Ich habe die Kamera jetzt hingestellt, da ich nicht mit eine Hand bauen kann, da das ein bisschen schwierig ist, das zu bauen, Juklo. Und dann muss man das Teil einfach anstecken. So, das kann ich hier nehmen. Hier sieht man wieder drei Seile, also ein Zugseil, das vierte Zugseil und ein, sorry, also ein Tragseil, hier ist das andere Tragseil und hier ein Zugseil. Ja. Und ein Stopper, damit es nicht zu weit dreht. So. Hier habe ich eine Bitte an euch. Schreibt bitte in die Kommentare für drei, also das hier ist drei Seile. Also welches besser gefällt. Das mit drei Seile oder das mit zwei Seile. Also für das drei Seile müsst ihr drei in die Kommentare schreiben. 3S. Und für die zwei Seile in die Kommentare schreibt ihr 2S. Und bitte schreibt einfach in die Kommentare Hashtag Gurke. Das würde mir sehr gefallen. Ich verabschiede mich. Hoffentlich kriege ich ein Like dafür.